Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, das Thema für das heutige Clipping lautet ohne Worte. Herzlich willkommen. Juri fühlt sich von Martha belästigt. Noch nicht mal in seiner Freizeit hat er seine Ruhe vor ihr. Martha folgt ihm in einen Fight Club. Juri spricht klare Worte und Martha fehlen dieselbigen danach. Ich dachte schon, dass du es ernst meinst. Also, als du vorhin meintest mit dem... Ist ja auch egal. Also auf jeden Fall, ich werde jetzt zuerst die Fotos von der Speicherkarte auf den PC ziehen. Richtig? Ja, ich mach das selber. Okay. Ja, also wir wollten mit dir reden. Kim sollte auch dabei sein, aber sie ist gerade im Krankenhaus bei ihrem Vater. Die informiere ich dann einfach später. Naja, du und Kim, ihr tauscht Position. Was? Ja, Juri kam mit einer ganz interessanten Idee auf mich zu. Er meinte, da die alte Kollektion nun fertig ist und die neue uns erwartet, könnten wir die Karten noch mal neu mischen. Das heißt, ich bin jetzt deine Assistentin. Richtig. Wir versprechen uns neue Inspiration und wir denken, dass es für euch und für euer berufliches Weiterkommen auch eine ganz spannende Erfahrung sein kann. Und Synergieeffekte, genau, erzeugt. Und, was sagst du? Taufe bei den Lahnsteins. Es ist ja noch nicht schlimm genug, dass Elisabeth sich an diesem wichtigen Tag mit Maxi verspätet. Nein, sie bringt auch noch eine Überraschung mit, die alle sprachlos macht. Entschuldigung, ich habe mich verquatscht und darüber die Zeit vergessen. Ist ja kein Problem, jeder macht mal Fehler. So, jetzt komm mal her, Maxi, jetzt hast du auch hübsch gemacht, mein Kleiner. Wer ist das? Na, dein Kind. Nein, das ist nicht mein Sohn. Was? Das ist nicht Maxi! Still, schweigsam, stumm und völlig schockiert ist Tanja, als sie erfährt, dass Ansgar den Unfall wohl doch nicht ohne bleibende Schäden überstanden hat. Ansgar. Hey. Na, erkennst du mich? Möchten Sie etwas trinken? Komm hier. Willkommen zurück. Ich wusste, dass Sie ein zäher Hund sind. Wissen Sie, weshalb Sie hier sind, was passiert ist? Sag doch was. Das Schädelhirntrauma scheint das Sprachzentrum in Mitleidenschaft gezogen zu haben. Und was heißt das? Wann wird er wieder normal sprechen? Das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Möglicherweise nie wieder. Ohne Worte. Verbotene Liebe, Montag bis Freitag um 18 Uhr, im Ersten.